Heute zu Gast im Studio haben wir den CIDO Markus Sontheimer. Du stehst ja jetzt natürlich auch auf der Arbeitgeberseite. Ja. Ja? Und unser Video richtet sich ja jetzt an unsere Studis und natürlich auch an die, die es werden wollen. Vor allem auch an die, die es werden wollen. Hallo. Was würdest du denn sagen, was wäre denn wichtig, worauf sollten die Leute achten in ihrem Studium, bei der Auswahl, aber auch entlang ihres Studiums sozusagen? Was sind denn Sachen, die für euch als Unternehmen unwahrscheinlich wichtig sind? Also ich glaube, als erstes darf man auch bei der Wahl des Studiums nicht so verkrampft sein. Ja, es ist ein Einstieg in die eine Vorbereitung auf eine Karriere im Berufsumfeld. Sie trainiert einen Methoden und sie legt ein Fundament des späteren Lernens in verschiedenen Bereichen an. Wenn man natürlich noch nie was von Elektronik oder IT gehört hat, ist es schwerer, sich das später anzueignen. Aber insbesondere der WI-Studiengang, der legt eben sehr viele Pflänzchen und Samen rein, die später gezogen werden können. Zu meiner Zeit, ich habe extrem viele Zusatzfächer gemacht, Exportwirtschaft. Dann hört man mal was von der Hermes-Bürgschaft. Irgendwann in seinem Berufsleben kommt das Thema hoch. Und ich glaube deswegen, man sollte mit einer gewissen Leichtigkeit hingehen. Auf der anderen Seite ist natürlich eben auch ein Wirtschaftsingenieurstudiengang etwas, was einen sehr breit anlegt. Man muss nicht festlegen, was man danach machen. Man kann in die Beschaffung, man kann in die Produktion, man kann in den Vertrieb und bei mir, man kann sogar CIO werden, obwohl man kein Informatiker ist. Also ich glaube, diese Breite ist sehr wichtig. Ich glaube, was schon viele noch unterschätzen heutzutage, auch Studienanfänger, ist, man muss natürlich im ersten Semester sich ganz schön mal reinknien. Ja, von alleine geht das nicht und heutzutage sind dann oft Rückstände in Mathematik oder Physik, die Absolventen mitbringen von den Schulen, wenn die dann ins Studium gehen. Erstes Semester heißt halt knüppeln. Ja, und das ist wie beim Sport so. Und ich glaube, das für Semester, für Studieneinsteiger ein ganz wichtiges Thema. Die Energie sollte man schon mitbringen. Ein Studium geht nicht von alleine. Man muss schon manchmal ein bisschen mehr Energie reinbringen wie im Fachabitur oder im Abitur. Aber es lohnt sich und je tiefer man drin ist, desto leichter wird es. Wunderbar. Also diesen Clip werde ich an die Stelle in meine Vorlesung einbauen, wo ich den Leuten sage, lauft nicht mit Scheuklappen auf die 210 Credit Points zu, damit ihr das möglichst schnell erledigt habt. Ja. Vielleicht solltet ihr euch mal überlegen, ob ihr wirklich immer noch wie mit 10 und mit 12 und mit 14 Jahren auf dem gleichen Fußballplatz steht. Genau. Öffnet euch für neue Dinge und engagiert euch. Ja? Also das ist eben auch wichtig. Nutzt dieses studentische Leben. Und ja, wir werden versuchen, wirklich daran auch als Fakultät auch aktiv mitzuarbeiten, dass das studentische Leben wieder ins Fliegen kommt, das natürlich jetzt mit Corona auch ziemlich abgewürgt worden ist. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.